Die Firma Hatzemack stellte jetzt den Prototyp einer neuen multifunktionalen Maschine für den Einsatz im Tunnelbau vor. Die Maschine kann mehrere unterschiedliche Arbeitsvorgänge beim Auffahren von Tunneln und Strecken durchführen. Es geht darum, wir haben einen Prototyp entwickelt, den Hatzemack Roadheading Excavator 300, auch kurz HE 300 genannt, für einen unserer Ankerkunden in Kasachstan, die Firma Katzkom. Die ist heute hier mit einer hochrangigen Delegation, um sich die Maschine erstmalig vorführen zu lassen. Die Maschine kann mehrere Arbeitsschritte gleichzeitig ausführen und kann auf diesem Weg mehrere Maschinen, die man ansonsten vorrätig haben müsste, ersetzen. Sie kann zum einen bohren, das heißt die Sprenglöcher bohren. Danach kann sie die Sprenglöcher besetzen, wird dann zurückgefahren, wenn die Sprengung erfolgt und die Bewetterung erfolgen muss im Anschluss. Dann kann sie weiterarbeiten, indem sie halt das Haufwerk und das Gestein abfördert. Danach wird sie automatisch die sogenannten Ankerbohrlöcher bohren, die Bohrlöcher mit Ankern besetzen und dann über einen Betonmanipulator den Beton aufbringen, dass man eine wunderbare abgeschlossene Decke hat. Die Maschine findet beim Fachpublikum bereits großes Interesse. Zur Vorstellung des Prototyps hatten sich Vertreter eines breiten Fachpublikums großer Tunnelbauunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingefunden. Es gibt zurzeit diverse sehr interessierte Kunden im Markt, auch von anderen Bergwerken, die einfach nur darauf warten, dass diese Maschine im Echtbetrieb zeigt, was sie kann. Bei Hatzemack arbeiten in unterschiedlichen Firmen derzeit rund 220 Mitarbeiter für einen weltweiten Markt in Kohle und Salz sowie im neuen Produktsegment Erz- und Tunnelbau. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurden dann verschiedene Funktionen des Hatzemack Roadheading Excavator vorgeführt. Die neue Maschine soll beim Unternehmen KAZ Chrom ERG in Kasachstan zum Einsatz kommen. Mitarbeiter von dort werden zurzeit in Dülmen geschult. Wir sind weltweit aktiv. Im Bereich untergetriebenen Bergbaumaschinen und Anlagen sind wir 95% exportlastig. Sehr stark Kasachstan, Russland sind wir sehr stark unterwegs, Ukraine, aber auch in allen anderen Ländern der Erde, wo Bergbau betrieben wird. Die Vorführung begeisterte besonders die Delegation aus Kasachstan. Erster Eindruck ist sehr positiv. So eine Maschine gab es noch nie, weil hier vereint sozusagen vier Funktionen in einer Maschine. Es war bis jetzt mehr oder weniger ein manueller Betrieb. Es gibt nur noch eine Lademaschine, mit der das gesprengte Haufwerk geladen wird. Aber alle anderen Funktionen wurden einzeln manuell ausgeführt. Deswegen wird auf dieser Maschine große Hoffnungen gelegt. Die Firma KAZ Chrom ERG hofft, die neue Maschine im September vor Ort einsetzen zu können. Die Mining Division hofft, durch diese Maschine neue Marktsegmente erschließen zu können.